Erfahrung rat ich dir, sei klug und bleibe schön und stumm. Besser ist für uns der alte Dreh. Lass die Männer glauben, wir sind dumm. Emanzipation macht endlich die Männer frei. Das wäre doch die größte Schau im Jahr der Frau. Müde Männer werden munter, wenn wir Frauen sie mit unter glauben lassen, dass es niemals noch widersteht. Dass was sie lieben, schön und nicht betrübt, nicht zu übersehen. Ja, so junge Dinge wickeln sie um den Finger, so wie die Männer nun mal sind. Emanzipation macht endlich die Männer frei, das wär doch die größte Schau im Jahr der Frau. Fühlen sie sich gleich als Herr im Haus. Doch wie sieht es denn wirklich aus? Ach, mach doch nicht so viel daraus. Wir sind die wahren Herren im Haus. Mhm. Männer in der Nacht, sie sind so einsam. Männer ohne Macht sind nur gemeinsam mit uns schwachen Frauen das stärkere Geschlecht. Und nur der Mann hat Recht? Ja, ja, der Mann hat immer Recht. Emanzipation macht endlich die Männer. Schönste der Welt, Männer. Was ist es, was uns Frauen gefällt? Männer. Als Herren der Schöpfung halten sie sich für den Nabel dieser Welt. Nur wenn wir wollen, wird aus einem kleinen Mann ein großer Held. Wer zieht uns Frauen eigentlich an? Männer. Und wer kann das, was keine Frau kann? Schon war die Eva sich darüber völlig klar. Wir brauchen einmal irgendwann, wir brauchen endlich für den Mann sowas wie ein Entwicklungsjahr. Dieses Lied halte ich für eine der größten Sangstreuaktionen, die je unternommen ist. Ich möchte jeden Betrag wetten, dass der Text von einem Mann ist. Mit Sicherheit würde ich das sagen. Ich meine, wir Männer wollen ja gar nicht frei sein. Wir wollen in Ruhe unsere Zeitung lesen können. Das ist es doch. Wenn er vor der Frau war, wäre er bestimmt noch länger geworden, der Text. Ne? Das kommt noch dazu, ja. Ja, für mich ist das Jahr der Frau eine süße Gewohnheit mit 3 Töchtern und einer Enkelin. Ich habe mich selbst befreit. Ich bin in die Politik gegangen. Also, einer Vorschlag müssen wir natürlich zustimmen von hier aus. Die Damen haben gesungen, haben gefordert, ein Entwicklungsjahr für den Mann. Gute Idee, Frage nur, wer zahlt die Entwicklungshilfe? Ja, also ich kann nur sagen, also Frauen, die Hosen anhaben, müssen damit rechnen und müssen sich damit abfinden, dass sich ihr Mann dann gelegentlich nach einem Rock umdreht. Ne? Ja.
Der Robert Lemke hat mir das Stichwort hierher gespielt. Wenn's der Franz Alt gewesen wäre, hätte ich gesagt, den schwarzen Peter hätte er mir hier rüber getan. Jetzt kommt etwas. Jetzt werden Sie wahrscheinlich, meine Damen, empört aufspringen und gegen mich losgehen. Denn ich werde sagen, seit Menschengedenken ist die Frau ein Lustobjekt. Die bleiben ganz ruhig. Sehen Sie sich so? Ach Gott, ich habe mich da eigentlich damit nie sehr beschäftigt. Elke, empfindest du dich als Lustobjekt? Ich mich? Ja. Oder ich dich? Zunächst. Ich könnte mir nichts Hübscheres vorstellen, als wenn ich deines wäre. Aber ich wollte zunächst wissen, ob du dich dadurch angegriffen fühlst. Na, ich fühle mich nicht angegriffen, ich fühle mich geschmeichelt. Ich hoffe doch, dass ich für meinen Mann ein Lustobjekt bin und für meine Mutter in einer anderen Art. Mhm. Natürlich, ich versuche Freude zu geben und auch wenn es sein muss, und es muss öfter sein, Lust zu geben. Wollen wir noch ein bisschen? Ja, ich wollte gerade sagen, was für eine Art von Freude gibst du da besonders gerne? Ja, ein paar Sachen müssen doch privat bleiben. Ja. Nein, weißt du, ich finde das, wenn man natürlich nur als Lustobjekt betrachtet wird, ist das natürlich nicht so erbaulich, aber ich habe gar nichts dagegen. Und da hinein zielte ja die Frage. Es wird doch mit der Frau in vielfacher Form Verkaufsstrategie betrieben. Aber nur wenn sie sich verkaufen lässt. Jede Frau kann doch dagegen etwas tun. Das wird auch mit Männern. Ich meine, sie ist doch der Partner. Ja. Nicht? Jetzt ist es auch mit Männern. Jetzt beginnt es schon, es hat seit einiger Zeit schon mit Männern begonnen. Ja, aber entschuldigt, wenn ich mich für Playboy fotografieren lasse, nackt von meinem Mann, und ich die Bilder okay finde und ästhetisch finde, und dann zum Lustobjekt werde, für, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht, was immer auch, was Leute eben über die Bilder denken, das ist doch dann mein Problem. Da kann ich mich doch nicht beklagen, Kinder, ich werde zum Lustobjekt gemacht. Ich hätte mir viel eher gedacht, das ist das Problem deines Mannes. Nein, im Gegenteil. Was empfindet der dabei? Ja, er hat sie die Bilder ja gemacht. Die Bilder, ich weiß nicht, ich finde diese ganze... Der ist großzügig, der gönnt auch anderen was. Mein Mann ist gar nicht großzügig, überhaupt nicht. Und irrsinnig eifersüchtig. Und trotzdem habe ich ihn in diesem Jahr 11 Jahren Ehe so weit gebracht, dass er ein bisschen offener über ganz normale und ganz natürliche Sachen denkt. Mhm. Also wenn ich nackig jetzt in meinem Garten zu Hause in Beverly Hills rumrenne oder nackt male, ist herrliche es nicht nur Vorstellung, meine Damen. Noch gar nicht. Meine Herren. Na. Ja. Also, du hast mich jetzt eben unterbrochen. Wenn ich also da jetzt nackt sitze, was sehr viel publiziert wurde, weil es mein Mann einmal geschrieben hat, dann ist es nicht nur um die Rechnung an dem Cleaning Bill, also an dem Waschmittel zu sparen, sondern es ist, weil ich mich da wohlfühle. Und ich verstehe nicht, ich würde zum Beispiel ganz dafür plädieren, es ist, hat gar nichts jetzt mit Sex oder mit irgendwelchen anzüglichen Sachen zu tun. Wenn Leute ans Meer gehen, an einem Strand sitzen, mit herrlicher Sonne und Wasser, warum sich dann Leute anziehen müssen, ist mir vollkommen schleierhaft. Ich wäre also wirklich, das ist, aber die Leute, sobald sie irgendwas Nacktes sehen oder was sagen, sagen sie, ach ja, und kriegen ihre kleinen Augen und kriegen ihre Schlüssel. Ja, wirklich, das ist ekelhaft. Oh Gott, aber jetzt sieht man ja genauso viel. Und, nein, das ist jetzt sehr wichtig, kriegen ihre Schlüssellochguckerei Gedanken. Denn das Ganze, diese Voyeure, das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Ich meine, naja. Trotzdem sei mir die Frage erlaubt, wo bist du das nächste Mal am Strand? Ja, ich gehe ja nicht, weil mein Mann mich nicht lässt, ja. Aha. Also, Frau Dr. Kennö, Sie als waffenkundige Dame, was sind die Waffen einer Frau? Ja, ich denke, beste Waffe ist Intelligenz. Richtig. Ja. Wenn man die nicht hat, Feminität. Sie warten noch. Ich warte noch. Ja. Nur die Intelligenz? Nein, nicht nur. Also Schönheit ist das, was auch. Und die, weil die Männer immer so bleiben, wie sie sind, also etwas kindisch, ich meine, die Frauen müssen mütterlich sein und so weiter. Hortense von Gelmini, Sie sitzen da, als ob Sie längst etwas dazu sagen wollen. Ja, man kann vieles sagen, aber sagen hier jetzt direkt würde ich sagen, die Waffe einer Frau, Waffe gibt es nicht, aber Charme ist unbedingt sehr wichtig. Und ich glaube, dass das aus vielen Komponenten besteht, vielleicht auch
etwas gesundes Selbstbewusstsein, nicht dieses Übertriebene, was nur mit Befreiung zu tun hat und dann nachschreit. Mhm. Aber ich staune doch. Dieser empörte Aufschrei, den ich eigentlich erwartet habe bei dem Wort Lustobjekt, der ist total ausgeblieben. Es scheint also wirklich eine Befreiung von dieser Zwangsvorstellung stattgefunden zu haben. Und das sie wird möchte ich nicht sagen. Ich halte das für eine sehr private Anschauung von Frau Sommer, aha, die ich nicht teile. Aha. Und was sagen Sie dagegen? Jetzt dagegen, geht's los. Dagegen gibt es zu sagen, dass ich ganz persönlich vielleicht doch das Schamempfinden als sehr wesentlich zum Menschen überhaupt gehörig empfinde und dass das überhaupt eine gewisse Schönheit des Menschen ausmacht. Ja, aber was hat das mit Lustobjekt zu tun? Lust hat, für meine Ohren ist Lust der abgegriffene Begriff von in der Tendenz ordinär. Nee. Dann geht jeden Abend viele ordinäre Sachen in den Häusern passieren. Nee, Lust, ich finde ja? Lust etwas sehr Schönes, eines der schönsten Sachen. Ich meine, jetzt Lustobjekt natürlich ist, da muss ich konzidieren, ist ein bisschen in das, mir, das Lust, der Begriff Lustobjekt. Mhm. Das Objekt macht es aber dazu, nicht richtig, die Lust. Richtig. Aber wie gesagt, es ist. Und da findet doch ein großer Missbrauch statt. Ich sage und, ja. Und Lucia Alberti hat das ja eben aufgegriffen und hat gesagt, das wandelt sich jetzt inzwischen um. Nackt herauskommt und so nicht, also die reklamistisch ausgenutzt wird. Mhm. Und das ist doch jetzt der Mann auch nicht. Es richtig. Gibt so viele nackte Männer. Speziell in Amerika ist es eine große jetzt Bewegung eine jetzt, nicht? Würdest du was? Eine schöne Zeitung da, ja. Viva. Ja, lauter nackte Männer. Aber auch in ganz normalen Zeitschriften. Aber ganz nackt. Aber es gibt ja in ganz normalen Zeitschriften sieht man schon, ich weiß, es ist ein Eau de Cologne, das ist ein nackter Mann, man sieht ihn nur von rückwärts. Ja, und diese schicken Slips. Es gibt jetzt gerade in Amerika so sehr große Säle, die gemietet werden, in denen sich nur Damen versammeln und vorne tanzen, das ist genau umgekehrt, vorne tanzen Männer ziehen nein. sich total aus, ach, haben einen ganz kleinen Slip nur noch an und lassen sich bepflastern mit hohen Dollarscheinen. Ja. Ehrlich? Ja, du solltest das wissen. Na, das weiß ich nicht. Wussten Sie mal hingehen? Nein, nein. Das ist ganz nicht. Interessant. Ja, das find ich ganz wechseln wir ein bisschen das Thema und gehen auf etwas anderes, nämlich auf den Begriff Frauen in Männerberufen. Und da schaue ich jetzt also zunächst mal wieder Sie an, Frau von Gelmini. Empfinden Sie das so, dass Sie einen Männerberuf haben? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Ich empfinde es also sehr selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, wenn man von etwas erfüllt ist, ganz gleichgültig in welchem Talent, dann erstens mal setzt man sich durch mit der Zeit, sicher, man muss sehr viel warten können auch. Und ich glaube, dass es dann auch sehr selbstverständlich ist, was man tut. Aber es kann doch nicht der reine Zufall sein, dass es nur so ganz wenige Dirigentinnen auf der Welt gibt. Das ist doch ein Beruf, der offensichtlich bisher und durch Jahrhunderte nur Männern vorbehalten war. Es gibt aber auch sehr viel wenig begabte Männer unter den Dirigenten. Mhm. Forsthaus, Wernbrunn, ja, bitte. Ja, Frau von Gelmini, viele Frauen werden schlechter bezahlt als Männer, auch wenn sie die gleiche Arbeit verrichten. Ist es wenigstens bei Ihnen so, dass Sie als Dirigentin genauso viel verdienen wie ein Dirigent? Ja, ich glaube, dass ich mit der Zeit genauso viel verdienen werde. Soweit bin ich noch nicht, dass ich das genau beurteilen kann. Es steht fest, was Sie gesagt haben, habe ich auch schon gehört, und das finde ich sehr bedauerlich, dass es eben auch oft sehr bedürftige Menschen trifft, dass sie weniger verdienen. Etwa 50% der Frauen, die außer Haus arbeiten, erwerbstätig sind, haben ein Monatseinkommen von 750 Mark, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer von einer berufstätigen Frau erwarten, dass sie aussieht wie ein junges Mädchen, sich benimmt wie eine Dame, denkt wie ein Mann und arbeitet wie ein Pferd. Und umgekehrt. Das ist das, was auch Frauen von berufstätigen Männern erwarten, ne? Die Elke habe ich gerade da herblitzen sehen. Ich kann nur sagen, ich meine, ich würde mich zwar wundern, wenn mich die Elke als Lustobjekt erwählen würde. Ich würde mich aber nicht geniert fühlen. Da bin ich ihrer Meinung, dies ist eine Sache, die
nicht zu beanstanden ist. Es ist nichts Abwertendes, wenn man an jemand anderen Freude hat. Ne? Ja, Toleranz sollte eigentlich auch umgekehrt gelten. Für die, die, was vorhin auch gesagt wurde, Schamgefühl haben, auch denen gegenüber sollte dann die Toleranz gelten, und, nach beiden Seiten. Ja. Und unsere Finnin wollte ich nur noch gern sagen, ich halte Intelligenz natürlich schon für sehr wichtig, aber Intelligenz ist das, was ein Mann an einer Frau sucht, nachdem er alles andere schon gefunden hat. Ja, ich bin der Meinung, nicht die Frau ist das Lustobjekt, sondern die Schönheit der Frau. Nicht? Die Sache ist so, bei Frauen, es gibt halt biologische Unterschiede, darüber müssen wir uns klar sein, bei Frauen ist die Liebe häufig das ganze Stück und bei Männern ist es eben gelegentlich nur ein Akt. Nicht? Das ist, was ist das? Was hat er jetzt gesagt? Ich habe gesagt, bei Elke, das Gleiche habe ich dir schon mal in Herzogenaurach gesagt beim Essen. Ja. Bei Frauen, ach so, ist, bei Frauen ist Liebe häufig das ganze Stück und bei Männern ist es nur ein Akt. Häufig. Ja, er irrt sich noch im Alter. Das hast du aber in Herzogenaurach anders gesagt. Das kann sein. Ich pflege umzuformulieren, ja. Ich meine, ich spüre das so ganz lang. Ich könnte das noch lange im Raum stehen lassen, bloß weiß ich dann nicht, was daraus wird. Deswegen möchte ich noch mal zur Frau von Gelmini gehen. Wir haben vorhin von dem Musiker gehört, dass es für ihn was ganz Selbstverständliches ist, was aber nicht stimmen kann, da es für ihn zum ersten Mal die Gelegenheit war. Aber ist die Einstellung eines Konzertmeisters immer so positiv, wie es da der Fall war? Es war ungewöhnlich positiv. Mhm. Und zwar die Einstellung von den ganzen Nürnberger Symphonikern. Und ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass es häufiger so sein kann. Mit denen Sie übrigens, glaube ich, im Mai in 14 Heiligen das erste große Konzert geben. Und jetzt werden Sie mal sehen, wie viele Leute da hinkommen. Das sind die Franken, was wir da machen. Sie führen auf Bruckner die Nullte. Ja. Noch ein Doppelkonzert von Bach. Ich komme hin. Wann ist das? Freue ich mich. Frau Dr. Kennel, 25. Ich muss jetzt noch dazu sagen, Sie sind Richterin auf Lebenszeit und haben das Recht, Sie haben das Recht, Recht zu sprechen. Sie haben aber auch das Recht, jeden auf der Straße zu verhaften, wenn Sie meinen, das Gesetz gebietet es oder das Verhalten desjenigen. Als Frau, wenn Sie da jemanden auf der Straße entgegentreten, wie ist es da mit der Autorität? Wie reagiert der, wenn eine Frau wie Sie auf ihn zukommt und sagt, lieber Freund, jetzt gehörst du der Katz. Was passiert da? Das mache ich nicht. Das machen Sie nicht? Nein. Warum nicht? Sie mögen das nicht? Nein, ich lasse die Männer das machen. Ah! Also zu solchen Sachen sind wir gerade noch gut genug. Ja. Mhm. Sie haben mir erzählt, dass es manchmal sehr schwierig ist, für Sie zu entscheiden. In Ihrem Amt jetzt bestimmen Sie oft über das Schicksal von Menschen sehr hart. Zum Beispiel, dass Sie das Land, in dem Sie leben, wohnen, arbeiten, verlassen müssen. Was empfinden Sie dabei als Frau? Ja, also in der Arbeit, unter Arbeitstag, kann ich nicht Emotionen mitnehmen. Das kann ich nicht, aber ich muss gestehen, dass ich nehme die Arbeit mit zu Hause und da habe ich wirklich Leiden. Ich muss manchmal denken, dass es etwas sehr Grausames ich habe gemacht. Oder? Ja. Aber das war doch richtig. Das kann man aber nicht. Es besteht oft ein Unterschied, ein Gefühlsunterschied zwischen dem, was Sie im Amt gezwungen sind zu tun und worüber Sie dann zu Hause nachdenken und ganz anders möglicherweise fühlen. Eine von meinen Kollegen sagte, wenn ich zu dieser Position kam, dass man leitet keine fremden Polizei mit mütterlichen Gefühlen. Also das ist wahr. Ja. Man kann das nicht emotionell nehmen. Mhm. Brigitte, es gibt dieses Sprichwort vom erfolgreichen Mann, dessen Frau in seinem Schatten steht. Stehst du im Schatten vom Franz? Also du meinst jetzt diesen Ruhm, um es also so zu sagen, wie es immer veröffentlicht wird. Den Ruhm, den habe ich schon für sich am allerliebsten im Tee, aber sonst in unseren vier Wänden. Da sind wir, also wie ich schon mal erwähnt habe, ganz normal. Und da, wo er mir dann unsympathisch wird, da fange ich an zu... Oder wo er übergeht in Neid, da ignoriere ich es dann, soweit ich kann. Aber es ist belastend ab und zu.
Drehen wir doch den Spieß einfach mal um. Es gibt so sehr viele große Männer auf der Welt, die etwas Unglaubliches getan haben. Und dann stellt man fest, sie haben es eigentlich nur fertiggebracht aufgrund des Einflusses der Frauen, mit denen sie zusammen waren, verheiratet waren, zusammen gelebt haben. Schneidest du dir ein Stück von dem Erfolg deines Mannes ab? Ich kann es nur so weit beurteilen, dass ich sage, ich unterstütze ihn halt, soweit es mir das als Hausfrau zu Hause auch möglich ist. Und wahrscheinlich bin ich auch deshalb Hausfrau. Und weil ich auch für die Kinder da bin, in einem gewissen Sinne kann es schon recht haben. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was sich dann ergibt, wenn er in 3, 4 oder 5 Jahren aufhört, Fußball zu spielen, was er dann macht. Und das wird sich dann auch zeigen, was für mich dabei dann in Frage kommt. Auf jeden Fall suche ich den Weg, mit ihm zu arbeiten. Ich kann den Franz jetzt schon zu dieser Zeit, die ja ganz zwangsläufig kommen muss, beglückwünschen, denn ich weiß, er hat in dir eine enorm gute Partnerin, die ihn dann weiter schiebt. Warum kneifst du mich da jetzt? Elke, wie ist denn das bei dir? Da ist es ja geteilt. Dein Mann ist ein berühmter, bekannter Journalist. Mhm. Du hast deine eigene Karriere. Gibt es Konflikte? Steht da der eine im Schatten des anderen oder wie geht das? Es gab Konflikte am Anfang, weil ich doch sehr viel mehr verdiente als Joe. Mhm. Aber in der Zwischenzeit hat er sich damit sehr nett abgefunden. Warum? Weil er jetzt auch mehr verdient? Oder? Nein, weil es einfach so ist und weil also Geld für mich nicht existiert. Ich meine, es existiert, solange es da ist, um die nötigen Sachen zu kaufen oder was für mich das Wichtigste ist, um ein Haus zu haben, eine Bleibe, wo einen keiner rausschmeißen kann.